Hallo, liebe Bücherfreunde. Ich begrüße Sie zu meiner Juli-Sendung, das literarische Duett. Mein Gast ist heute Rolf Sakulowski. Hallo, schönen guten Tag. Rolf Sakulowski ist Regisseur, Kameramann und Autor. Und wie der Name Sakulowski ja vielleicht bei vielen schon in den Ohren klingt, der Sohn des Malers Horst Sakulowski. Die Sakulowskis haben dieses Jahr Jubiläen gefeiert. Und zwar ist Rolf schon 50 geworden, genau. Und Horst wird am 28. August 75. Das hat dazu geführt, dass es eine große Ausstellung gibt im Panoramamuseum Bad Frankenhausen für Horst Sakulowski, zu der ein wunderbarer Katalog erschienen ist. Und als Geschenk, nehme ich mal an, zum Geburtstag hat Rolf Sakulowski für seinen Vater ein biografisches Buch gemacht. Und darüber werden wir heute auch reden. Nicht nur, aber auch. Ich will zu Anfang, ich habe mir extra das nochmal auf dem Zettel ausgedruckt, weil ich das eigentlich kann auswendig, aber man weiß immer nicht, ob man es vor der Kamera auswendig kann. Und wollte damit beginnen. Wir werden das nachher auch auflösen, warum ausgerechnet mit diesem Text. Ach, was muss man oft von bösen Buben hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Moritz hießen, die, anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machten. Ja, zur Übeltätigkeit, ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere quälen, Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer, als in Kirche oder Schule festzusitzen auf dem Stuhle. Aber wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das ist ein schlimmes Ding, wie es Max und Moritz ging. Drum ist hier, was sie getrieben, abgemalt und aufgeschrieben. Mir gefällt an diesem Text immer das abgemalt am besten. Abgemalt und aufgeschrieben. Wollen wir gleich auflösen, warum wir mit Wilhelm Busch anfangen? Busch gehört nämlich zu den Vorfahren der Familie Sakulowski. Seit wann wissen Sie das? Genau. Also ich weiß es eigentlich seit der Kindheit. Das war immer so, der Wilhelm Busch, es gibt ein Bild, also eine Fotografie aus der Zeit, eine zeitgenössische Fotografie von Wilhelm Busch, wo er auch eine kleine Widmung für die Familie Sakulowski draufgeschrieben hat. Und die hängt schon immer gerahmt, erst bei meiner Großmutter und jetzt bei meinen Eltern. Und der Wilhelm Busch war immer so im Hintergrund so mit dabei. Und seitdem weiß ich auch, dass es diese Verwandtschaft gibt, die natürlich sehr verschlungen ist und nicht so ganz in direkter Linie. Und ansonsten merkt man es, glaube ich, auch an diesem und jenem makabren Scherz, den mein Vater schon immer gemacht hat und ich vielleicht das mittlerweile auch. Und ich finde auch an dem Talent zum Abmalen und zum Aufschreiben in gewisser Weise. Ne? Genau. Ja, nee, es ist, glaube ich, ganz schön, wobei das eher so ist, dass es ja nicht irgendein Vorbild war, wo man sagt, das macht man auch sowas, sondern es ist eher so, dass man jetzt eher im Nachhinein guckt und sagt, ach Mensch, das könnte mal davon kommen, weiß ich nicht. Ne? Ja, was ich an Wilhelm Busch so sehr bewundere, den ich auch seit meine Mutter mir dieses Gedicht vorgelesen hat oder wir das Buch angeguckt haben und sie hat es vorgelesen. Was ich an ihm so bewundere, ist, dass er so ein wunderbares Gefühl für Sprache hat. Weil das ist einfach, es klingt so einfach. Es klingt, als ob das jeder könnte, jeder solche Verse machen könnte. Und das trifft überhaupt nicht zu, weil das ist wirklich ganz große Kunst, auf sowas zu kommen, finde ich. Ja, und ich glaube, er hat auch die Leute sehr genau beobachtet. Ja. Also was er schreibt, ist sozusagen etwas überzogen. Aber ich glaube, die Menschen, die er beobachtet und die verschiedenen Charaktere, das hat er schon sehr genau hingeguckt. Er hat auch eine große Affinität gehabt für das Skurrile im Alltag, also für den, dass der Mensch einen Plan macht, wie Brecht sagt, ne? Und mach noch einen Plan, genau. Und weil tun gehen sie beide nicht. Genau. Ne? Und sie scheitern ja immer alle, Max und Moritz scheitern ja auch in gewisser Weise. Und sie werden bestraft. Es ist vielleicht von heutiger Sicht ein übles Gedicht, was die Behandlung von Kindern betrifft. Aber es schafft Klarheit. Aber es schafft, genau, ja. Sie sind 1968 in Weida geboren. Genau. Sie haben damals, oder die Eltern wohnen ja da heute noch in einem Häuschen mitten im Wald.
Wie haben Sie das erlebt, dass Ihr Vater Maler ist und Ihre Mutter Ärztin? Wann ist Ihnen das so bewusst geworden, dass Sie eigentlich zwei ganz wichtige Eltern haben? Kann man auch nur im Nachhinein sagen, ne? Da bin ich heute stolz drauf. Und es gibt oftmals, wenn ich unterwegs bin und Leute treffe, viele haben Sorgen mit ihren Eltern oder vertragen sich nicht. Also ich merke auch im Nachhinein erst oder habe über die Jahre im Nachhinein gemerkt, was ich für ein Glück mit meinen Eltern hatte, was ich immer für selbstverständlich hielt, weil ich einfach so aufgewachsen bin. Das geht natürlich nicht jedem so. Aber ich glaube, ich habe schon sozusagen dann als Kind und Jugendlicher wirklich das genossen und profitiert, dass es diese beiden Ausrichtungen gab. Das eine, dass mein Vater natürlich eine sehr anregende Person war und auch dieser Geruch von Pfeife und Ölfarben, der sich so im Atelier mischt, ist mir auch sozusagen dann immer mitgegeben. Und ich war ja auch viel auf Schrottplätzen und sozusagen Erlebnisabenteuern mit meinem Vater unterwegs. Gleichwohl hat mir meine Mutti, glaube ich, so eine gewisse Disziplin, die ja aus ihrer ärztlichen Arbeit kommt, ein Verantwortungsbewusstsein im alltäglichen Leben mitgegeben. Und mit ihr war ich ja viel im Pferdesport unterwegs. Also dadurch haben wir viel Zeit verbracht, gemeinsam, weil wir beide geritten sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Doppelprägung, weil ich auch heute merke, dass Kunst natürlich ein unheimliches Fabulieren und unheimliche Freiheit verlangt. Andererseits aber auch eine knallharte Disziplin, gerade bei Filmen, weil man ja zusammenarbeitet und nicht als Einzelkünstler unterwegs ist. Und ich glaube, das ist eine Prägung, wo ich beiden das gleiche Maß verdanke an Möglichkeiten, die ich jetzt habe. Es ist in diesem biografischen Buch, das heißt Scherz und Gewissen. Deshalb passt ja auch der Wilhelm Busch eigentlich so gut dazu. Ne? Die Überschrift sagt schon, nennt die beiden Pole, glaube ich, wie Sie Ihren Vater sehen, als einen ganz kreativen, schöpferischen Menschen, der ganz viel Spaß an Blödsinn hat, wenn wir es mal ganz so sagen. Ne? Ja, auch an Grenzverletzungen auf gewisse Weise. Ich kann mich erinnern, dass er mal, da hatten wir uns in Weida verabredet, da hat er irgendwo in einem Laden ein Blaulicht gekauft und kam mit dem Blaulicht auf dem Auto angerast. Ich sage, wisst ihr, Horst, das ist, glaube ich, verboten. Da kannst du nicht machen. Wenn sie dich da erwischen, gibt es Ärger. Ne? Aber das macht halt auch Spaß, mit dem Blaulicht durch Weida zu fahren, vermute ich mal. Und Gewissen ist die Seite, denke ich mal, die ursächlich seine Kunst in der Malerei, in der Grafik, in der Zeichnung vor allen Dingen, aber auch in der Plastik betrifft. Ja. Ne? Also ich kann das da vielleicht noch mal dazu erklären. Es gibt ja mehrere Bücher über meinen Vater, Künstlerbücher, die so meistens in 5-Jahres-Abstand zu den runden Geburtstagen erschienen sind in den letzten Jahren. Und es gibt die Ausstellung und oftmals hat man sozusagen die Wahrnehmung, dass mein Vater durch seine sehr, sehr ernsthaften, sehr verantwortungsvollen Arbeiten, wo er sozusagen wirklich Themen des Weltschmerzes, der großen Konflikte aufgreift, dass er ein sehr ernsthafter, nachdenklicher Mensch sein müsse. Das ist er auf bestimmte Weise auch, denke ich mal, und in der Kunst schon gleich. Da ich ihn aber ja persönlich auch kenne, gibt es die zweite Seite, wie Sie schon sagen, die sehr humoristische, die skurrile, die surreale, die schräge Seite. Und ich wollte in dem Buch einmal wenigstens sozusagen das zusammen vorführen, weil ich glaube auch, dass sein Leben aus diesen beiden Polen besteht, auch in der Kunst, und dass sich das sehr bedingt. Und es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, die Kunst ist die Ernsthaftigkeit und die Scherze sind das Privatleben als mein Vater. Dann wäre es auch nicht genug gewesen für so ein Buch, sondern es ist so, dass er durchaus auch in seinem öffentlichen Auftreten und auch in seiner Kunst diese skurrilen Seiten entwickelt hat. Also es gab zu DDR-Zeiten diese legendäre Ausstellungsreihe Humor aus der Schublade, wo die den größten Blödsinn in seriöse Galerien gebracht haben. Eine große Rolle. Und entsprechende Auftritte. Und es geht in seiner Kindheit los. Und es wird ja immer heutzutage alles nach links oder rechts oder schwarz oder weiß gesehen. Und hier ist es so, wo man sagt, kann denn so ein ernsthafter Mensch so einen Blödsinn machen? Oder wer so einen Blödsinn macht, ist der dann überhaupt in der Lage, so ernsthaft zu denken, um die großen Themen der Welt ernsthaft zu beackern? Und ich glaube, dass es erstmal geht und dass es in gewissen Fällen auch fast die Voraussetzung ist. Weil dass es sich bedingt. Dass es sich bedingt. Wie verschraubt ist, diese beiden Seiten. Also ich habe zum Beispiel jetzt, ohne das jetzt direkt vergleichen zu wollen, auch Pathologen erlebt, die besonders lustig sind. Ja. Also das hat miteinander zu tun. Meistens schräge Hobbys. Ja, also auch Pathologen haben in der Regel ganz schräge Hobbys. Und trotzdem sind sie ganz treusorgend und versuchen da wirklich über ihre Arbeit viel Licht ins Dunkel zu bringen. Und bei meinem Vater, ich habe ihn da auch schon jetzt nochmal offiziell dazu befragt, zu diesem Verhältnis, wie er das sieht. Ja. Und er sagt auch, im ganzen Leben war es immer so, dass er, wenn er die sogenannte ernsthafte Arbeit, wenn er die zu einem Punkt gebracht hat, dass er mit einer Bildlösung, mit irgendwas, wo er lange gearbeitet hat, zufrieden war, dass er dann
erst dann diese humorvollen Ausbrüche haben konnte, aber dann umso erleichterter, umso verspielter und skurriler, und dass diese Kraft, die er dann entwickelt, die sich da so entfaltet, natürlich wieder zurückwirkt für ihn, auf die ernsthafte Arbeit beflügelt, und dass das wirklich zwei Seiten sind, die sich bedingen. Und das stimmt auch. Also habe ich aus eigenem Leben, kann ich sagen, das ist wirklich so. Im Buch erfährt man, als Sie Kind waren, war die Mutter wahrscheinlich immer früh schon weg, bevor Sie wach geworden sind. Und der Vater hat Sie dann geweckt. Und dann gab es immer auf dem Frühstückstisch ein Simpel, heißt das. Ja. Ein Simpel. Simpel, weil es immer ein Zweizeiler ist, der etwas schlicht gestrickt ist, aber nicht nur. Und da hat mir der, die sind hier auch abgebildet zum Teil, die Simpel auf Briefumschläge, Einkaufszettel, Notizblöcke und so geschrieben. Und dann hat mir sehr gut gefallen, 2 bis 3 geschlagene Schnippchen verfeinern ungemein das Süppchen. Das, was könnte so ein Schnippchen sein, habe ich dann immer gedacht. Vielleicht ein Stück Brot oder keine Ahnung. Und damit sind Sie fast jeden Tag erfreut worden. Also es gibt eine bestimmte Phase, das kann ich so genau nicht festlegen, sagen wir mal im Groben die 80er Jahre. Ja. Da war das wirklich so, ich musste immer sehr zeitig aufstehen, weil ja die Schule ging damals 7 los und wir wohnen im Wald. Ich musste also sagen durch den Wald, über die Felder in die Stadt zur Schule laufen, also relativ früh aufstehen. So, bestimmt eine gute halbe Stunde Fußweg mindestens, ne? Ja. Und dann zum Abitur, das gab es ja nur in Gera mit dem Schulbus, der dann fuhr, bin ich 5 aufgestanden oder so. Also war sehr früh. Und da war dann früh, lag dann immer diese berühmte, schon Zettel auf dem Tisch, auf irgendeinen Briefumschlag geschrieben, so ein Simpel. Also ein Sinnspruch zum Tage, der mehr oder weniger sinnvoll war und wirklich dann täglich. Und es gibt sozusagen mittlerweile, also ich zitiere hier aus einer dicken Tüte von gesammelten Simpeln, es gibt aber 4. Also es gibt ein 4 großes Konvolut Tüten. Und es gab auch schon die Überlegung, das mal mit einem Schauspieler sozusagen vortragen zu lassen, weil das so skurril und schräg ist. Teilweise gibt es Anleihen an Tagespolitik, ans Wetter, teilweise gar nicht. Aber, oder auch über die Kunst. Ich habe noch einen über die Kunst. Der Künstler wirkt in seiner Zeit wie Eierfleck auf Abendkleid. Das finde ich auch sehr schön. Der ist also auch, er ist praktisch der Störfaktor. Genau. Das ist alles schön, das Kleid sieht schick aus und der Eierfleck kommt und der geht ja auch nie wieder raus. Genau. Mhm. Nee, das ist, hat uns sehr erfreut und hat, das ist was wirklich sehr, sehr spontan entstanden ist, aber doch im Nachgang eine Qualität erreicht hat, wo man sagt, da ist sogar was entstanden, sozusagen. Ja, ja. Ohne schon zu schielen, was könnte ich damit erreichen? Und das war für mich doch ein Stück, sagen wir mal, Jugend. Ne? So, dann haben wir, wird hier beleuchtet, eine Sache, die eigentlich in der kunstgeschichtlichen Betrachtung keine Rolle spielte bisher, eben diese Ausstellung Humor aus der Schublade, die in Jena, Gera, dann auch gleich war eine in Saalfeld, stattgefunden haben, die erste, glaube ich, 78. Mhm. Und dann bis Anfang der 80er Jahre, in der vor allen Dingen initiiert von Horst Sakulowski, vom Eberhard Dietsch, dem Christian Lüttich und wer war es noch? Christian Körting aus Saalfeld. Der Christian Körting aus Saalfeld. Die Künstler immer Dinge, die sie sich sowieso schon also an skurrilen, bemerkenswerten immer zugeschanzt hatten und Briefe geschrieben haben und ausgetauscht haben, dann mal ausgestellt haben. Das hat mich, ich kenne diese Ausstellung nicht alle, aber die in Jena habe ich auf alle Fälle gesehen, immer total entzückt. Und als dann ich meine erste Fluxus-Ausstellung gesehen habe in Gera, habe ich gedacht, hä, das gab es ja bei uns auch. Ne? Es ist halt nicht medial so, weil es wurde immer versucht, das nicht so sehr öffentlich zu machen, damit es nicht zu viel Ärger gibt, weil die Gefahr war halt, dass es hätte bestimmt Ärger geben können. Ne? Also, dass die Ausstellung geschlossen worden wäre wegen Frechheit, unsozialistischen Gedankenguts oder weiß der Deibel was noch. Also im Gegensatz zu Fluxus oder Ähnlichem oder Dada oder was man immer in der Nähe wissen will oder sieht, ist es hier natürlich, glaube ich, so, dass es nicht mit der Strategie einer subversiven Bewegung entstanden ist, sondern eher aus einer skurrilen Spielfreude. Und dann allerdings ohne Rücksicht auf die Konventionen sozusagen. Und ich habe das ja als, sagen wir mal, Kind und Jugendlicher erlebt.
Und ich glaube, es war schon so, dass, dass die Galerien, die sich bereit erklärt haben, dann erstmal geschluckt haben, als sie gesehen haben, mit welchem Krempel die da angekommen sind. Aber es sind wirklich schöne Ausstellungen entstanden und es ist, glaube ich, sozusagen so eine Dreiteiligkeit gewesen. Das eine ist in der Tat Scherzobjekte und Kunstobjekte mit skurrilem Charakter, die sich die Künstler zugeschickt haben gegenseitig, waren so der Grundstock und die Idee. Deswegen heißt das ja Humor aus der Schublade. Also ich greife in die Schublade und nehme das, was da so rumliegt, erstmal raus. Dann war es aber so, dass die natürlich im Vorfeld der Ausstellung auch schon Objekte gebaut haben zu Hause. Und dann aber das Spannendste eigentlich während der Aufbauphase, das war ungefähr eine Woche, entstand das alles nochmal vollkommen neu. Das heißt, die sind jeden Tag auf den Schrott gefahren, auf dem Schuttplatz, da ist noch kein Zaun drum gewesen wie heute, haben sich Objekte gesucht, haben die zusammengebastelt, haben ihnen verrückte Namen gegeben, sodass das Ergebnis der Ausstellung wirklich erst am Tag der Eröffnung feststand und für alle neu war, also auch für die Veranstalter neu war. Und entsprechend lustig oder nicht lustig ist es auch aufgenommen worden. Also es gibt ja diese Gästebücher, wo dann sozusagen in beide Richtungen entsprechende Meinungen drinstehen. Aber Kunst soll ja auch aufrütteln, und aber mit den Augenzwinkern, glaube ich, in dem Moment. Und für diese Ausstellung ist auch das erste Fahrrad der Welt von Horst Sokolowski kreiert worden, das hier im Buch auch abgebildet ist. Gibt es das noch, das Fahrrad? Meines Erachtens gibt es das nicht mehr. Es gab es noch relativ lange. Es gibt nur das Foto, ne? Genau, es ist entstanden in den, also Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, kann man nicht mehr so genau sagen, in Fischersdorf bei Saalfeld in einem Urlaub, wo wir in so einem kleinen Häuschen immer mal Urlaub gemacht haben und ist dann in dieser Ausstellung in Saalfeld präsentiert worden, Humorausstellung, 82 glaube ich, und da wurde ja auch, hat die DEFA einen Film auch drüber gemacht, über der dann auch später verboten war eine Weile. Und dann ist das noch relativ lange, hat das noch schon rumgestanden, auch nach der Wende noch in dieser Bahnstation, die mein Vater mal als Atelier hatte. Und irgendwann ist es verloren gegangen, aber ich kann das jetzt gar nicht sagen, ob es da noch Reste gibt. Die Eltern haben Ihnen irgendwann mal eine Kamera geschenkt. Genau. Und das war's dann, ne? Ja. Also, haben Sie vorher mal überlegt, Maler zu, also mit Ihrem Vater also ich, zu folgen? Hatte sozusagen, ich bin komischerweise, obwohl ich den Beruf meiner Mutti sehr schätze, als Ärztin oder Kinderärztin, nie auf die Idee gekommen, ich würde mal Arzt werden wollen. Wahrscheinlich auch, weil ich schon frühzeitig gemerkt habe, dieser wahnsinnige Druck und die Verantwortung sind nicht was, was man sich zumindest als Kind und Jugendlicher schon als Berufswunsch vorstellen kann. Und ich bewundere sie auch für ihre, die steht ja immer so ein bisschen, alle reden über meinen Vati, aber meine Mutti hat sozusagen eine Wahnsinns-Lebensleistung einfach erbracht. Ja, sie hat ja auch durch ihre Arbeit im Prinzip den Familienunterhalt gesichert. Ja, und mein Vater den Rücken freigehalten. Genau. Das muss man immer, das sind die zwei Seiten, die sozusagen da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Und ich habe also relativ früh schon gedacht, man geht in die künstlerische Richtung in der Tat gezeichnet, hatte relativ früh schon das Gefühl oder ein Gefühl dafür, dass es für Malerei, Ölmalerei mal nicht reichen würde, sondern mehr Grafik und Zeichnen, das mache ich teilweise heute noch, eher wäre vielleicht in Richtung auch Gebrauchsgrafik gegangen. Und dann habe ich aber zur Konfirmation diese 8mm Kamera geschenkt gekriegt von meinen Eltern und es war zur gleichen Zeit dieser eine DEFA-Film zu der Humorausstellung 82 vorher. Da haben Sie praktisch die Filmleute da bei war ich als Kind erlebt, mit dabei. Ich spiele auch sozusagen mit, also ich renne da sozusagen mit im Bild rum. Und das war jetzt kein typischer DEFA-Film. Das war ja auch so frei und verrückt und schräg, dass das jetzt nicht typisch für eine Produktion war. Aber für mich war es natürlich die erste Begegnung mit Film und dadurch eine sehr glückliche. Und da war irgendwie klar, du willst mal, also das ist dein Ausdrucksmittel, du willst das so machen. Also du willst mit Film arbeiten. Ich wollte jetzt hier nochmal das Porträt nach Dienst, das ist das eigentlich eines der berühmtesten Bilder aus dieser Zeit, wo Ihr Vater ja auch im Prinzip sofort völlig bekannt und populär geworden ist. Ich selber kenne mindestens 5 Leute, die irgendeine Jahresarbeit in der Schule oder in der Ausbildung über dieses Bild geschrieben haben. 2 davon habe ich verfasst. Bei dem einen habe ich sogar als Äquivalent dann eine Schreibmaschine gekriegt. Die habe ich aber leider nicht mehr. Und Porträt nach Dienst ist eines der wichtigsten Bilder, gehört jetzt der Kunstsammlung Jena, wird im Prinzip ununterbrochen ausgeliehen für große Ausstellungen, ist zurzeit in Trier zu sehen, in einer der Ausstellungen, die das Karl-Marx-Jahr begleiten. Sehr schöne Ausstellung. Genau. Trier ist überhaupt ein Besuch wert. Auch dieses Bild ist immer wieder schön zu sehen, wenn es ausgeliehen wird. Nochmal so weit, dass wir jetzt sagen, es gibt dann noch ein Foto, das ist auch in dem Band drin, wo die Karin Sokolowski sich nochmal zum Porträt nach Dienst in den berühmten Sessel setzt.
Hat das für Sie in der Schulzeit eine Rolle gespielt, dass Sie so bekannte Eltern hatten? Also eine Mutter, die im Prinzip als erschöpfte Ärztin DDR-weit bekannt war, gar nicht. Also wir haben ja diesen, sagen wir mal, diesen Überfluss an medialen Möglichkeiten und Kommunikationswegen, den gab es ja zu DDR-Zeiten nicht. Hm. So dass ich natürlich auch die Berichterstattung über die Dresdner Kunstausstellung zum Beispiel, wo das ja prominent gezeigt wurde, hat sich also hier nicht in der Tagespresse ständig niedergeschlagen. Und ich habe in Weida in der Schule also sozusagen, also eher kannten die Leute noch meine Mutti, weil natürlich alle Kinder bei ihr als Kinderärztin waren. Und jeder wusste, dass mein Vater ist dann der Maler, der verrückte oder berühmte Maler irgendwo da oben im Lebensalltag. Also heute guckt man schon mehr drauf. Also ich erlebe heute, wie man, also wenn man irgendwas macht, ist man plötzlich bekannt. Und wenn man irgendwo in der Zeitung oder in den Medien war, da ist man plötzlich wichtig. Ich glaube, das war damals alles eine Stufe niedriger und gesünder. Also das, ich habe das nie in der Schule so wahrgenommen, dass ich der Sohn vom Maler bin oder so. Das ist ja interessant. Das war angenehm. Ja, also das ist bestimmt schön. Und auch, dass man da unbefangener aufwachsen kann. Ne? Die Feengrotten in Saalfeld, die spielen in Ihrer Familie auch eine große Rolle, weil erstens sind die Großeltern Saalfelder. Horst ist in Saalfeld geboren. Ihre Großmutter Alvine hat dort als, glaube ich, nicht als Führerin, aber auch gearbeitet. Die war Mantelfrau, immer mal. Mantelfrau, genau. Ihr Vater hat dort diversen Ulk, wird hier im Buch beschrieben, getrieben. Das ist eine Stelle, da musste ich so lachen. Ich habe das Buch ja jetzt das erste Mal in der Hand. Ich habe es ja vorher nur auf dem Computer gelesen. Weil es ist wirklich druckfrisch, ne? In gewisser Weise ist es ganz neu. Und dann haben Sie ein weiteres Feld Ihrer Arbeit entdeckt und haben einen Krimi geschrieben, das Feengrottengeheimnis. Genau. Einen recht erfolgreichen Krimi, der schon die vierte Auflage hat. Was hat Sie jetzt bewogen? Verdient man als Kameramann oder Regisseur nicht mehr genug? Oder, ich meine, weiß, dass man als Autor auch nichts verdient. Nee, das ist schon, glaube ich, wirklich geht über den Inhalt. Also als Kameramann arbeite ich schon relativ lange nicht mehr, weil man dann natürlich auch bei dem technologischen Wechsel dranbleiben müsste. Bin hauptsächlich als Regisseur tätig. Bei manchen Sachen drehe ich mal noch ein bisschen mit, aber eigentlich nicht. Aber es ist schon so, dass es, also ich arbeite ja relativ viel dann frei fürs Fernsehen, öffentlich-rechtlich im Moment relativ viel Kinderfernsehen. Also für MDR, für ja, MDR, NDR. Weniger, jetzt viel ZDF-Kinderfernsehen, also was dann im Kika kommt. Und aber da war es so, ich schreibe schon immer gerne und ich denke mir schon immer gerne Geschichten aus. Und es hat sich sozusagen, das war auch ein Grund, zum Film zu gehen damals. Und es hat sich aber aufgrund des Interesses für politische Zusammenhänge und für Ähnliches, also seit dem Studium ergeben, dass ich relativ viel Dokumentarfilme gemacht habe. Und sagen wir mal, dieses Fabulieren natürlich da ein bisschen in den Hintergrund tritt. Also, obwohl aber man muss auch Spielfilme gemacht haben. Man muss ja genau wissen, was will ich erzählen. Und wir haben auch Spielszenen, so ist es nicht. Aber ich sag mal, dieses ganz freie Fernsehen hat ja auch immer einen Rahmen. Dieses ganz freie, das ist natürlich dann tritt im Berufsalltag ein bisschen in das Strukturierte zurück. Und hier, letzten Endes kommt es aber von dem Film. Wir haben also über die Feengrotten, also sozusagen 100 Jahre Feengrotten als eröffnete Tropfsteinhöhle, einen Film gemacht für den Mitteldeutschen Rundfunk. Dafür hatte ich relativ viel recherchiert und da ja, wie Sie schon sagen, meine Familie dann einen gewissen Hintergrund hat, also auch ich bin als Kind durch meine Oma schon in den Grottenteilen rumgelaufen, wo immer das Kettchen davor hing, dass man nicht durch sollte, also den alten Bergwerksteil. Und auch dann nochmal in der Recherche im Bergwerk und in den Archiven in Saalfeld, habe ich gesagt, Mensch, hier muss ein Krimi spielen. Und da jetzt gerade diese 100 Jahre waren, da war das auch einfacher, an einen Verlag heranzutreten, zu sagen, wenn wir jetzt ganz schnell sind, erscheint das noch in dem 100-Jahres-Rhythmus. Und dann hat man so ein Kompensationsgeschäft und einen Anlass auch. Also hatten wir einen Film und das Buch. Und ich muss sagen, das hat wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich muss auch zugeben, das ist ein dicker Kriminalroman. Der macht auch schon Arbeit. Ja. Also das ist nicht so mal nebenbei mit einem Glas Wein zu machen. Aber es ist toll und es ist für mich eigentlich klar, dass ich das so parallel weiterentwickeln will und auch mehr davon tun möchte. Nicht im Sinne von, wir lassen die Filmerei beiseite und fangen mit dem Neuen an, was ist ein Schnitt. Also wenn man es mit Filmbeispielen sagt, ist es kein Schnitt, sondern es ist eine langsame Überblendung. Ja. Also, aber die auch wieder eine Rückblende hat. Die auch eine Rückblende hat. Und letzten Endes ist es so, dass ich habe mich immer gewundert, dass die Leute, die mit Fiktion oder mit fiktiven Stoffen anfangen, als Regisseure oder Autoren oder auch als Buchautoren und dann schon mit 18 beginnen, woher die sozusagen ihre Lebenserfahrung haben, die sie also die muss man nicht zwingend für jeden Roman haben, aber manchmal schadet es auch nicht. Und ich muss sagen, dass ich jetzt
von dieser langen Dokumentarfilmzeit, wo also in der ganzen Welt ich mit Leuten auch in konfliktreichen Gegenden oder in Konfliktsituationen lange zu tun hatte und ausführlich, das, davon profitiere ich natürlich jetzt, weil es gibt tausend Geschichten, wo man weiterdenken kann und da habe ich ein unheimliches Konvolut und ich glaube, dass sich das auch weiterhin gut bedingen wird. Sie haben dieses Jahr, kommt der nächste Krimi raus. Da habe ich jetzt die Gloriosa Verschwörung. Verschwörung, das spielt also in Erfurt. Genau. Und bestimmt auch wieder mit viel Recherchen zur Glocke, denn die Gloriosa ist ja die große Glocke im Dom. Und also da war es war ähnlich. Also ich sag mal, diesmal ist es schon mit dem Plan entstanden. Also diesmal gibt es da keinen Film direkt davor mit dem Plan entstanden. Also nicht die Fortsetzung, aber mit der gleichen Personage einen weiteren Kriminalroman zu schreiben. Also kommt der Geschichtsstudent wieder vor? Der kommt wieder vor. Der hat diesmal sein Studium schon beendet und wird jetzt von der Polizei herangezogen zur Lösung eigentlich eines historischen Sachverhalts, was aber dann sich kombiniert mit dem gegenwärtigen Fall. Ganz unheimlich geht und, das los. Und ja, es soll auch so sein. Also ich will da gar nicht so viel dazu erzählen. Es geht nur damit, also jeder kennt ja den Erfurter Dom, also den Domberg, und da wird also bei Bauarbeiten zufällig eine Grotte entdeckt unter den Unteretagen im Domberg und da sitzen 12 Mumien in so einem mittelalterlichen Ornatstracht und die Polizei kriegt aber mit, eine der Leichen ist erst ein paar Jahre tot sozusagen. Und um sozusagen die Hintergründe aufzuhellen, wird der Geschichtsstudent hinzugezogen und wird damit aber hoffnungslos verwickelt, auch in den gegenwärtigen Fall. Und es gibt einen Teil, der spielt im 17. Jahrhundert und einen Teil, der spielt jetzt. Und das bedingt sich gegenseitig. Und wie Sie sagen, natürlich muss man dafür recherchieren. Das habe ich jetzt auch gemacht natürlich im Vorfeld. Und da es um Glocken geht, also nicht nur in Erfurt, sondern auch in Apolda, wo ja unsere große thüringische Glockentradition über Jahrhunderte gewesen ist. Und aber auch hier schließt sich so mal so ein Kreis, das ist zufällig eher, weil ich war noch kurz vor der Wende 3 Jahre Kameraassistent bei der DEFA. Und da wurde ein Film gemacht über die Glocken, also auch ein Dokumentarfilm über die Glocken auf dem Domberg. Namentlich die Gloriosa und die anderen dazu. Also ist dazu. Das jetzt auch nicht zufällig, sondern es hat schon also auch die, noch die, wieder... Also die Gloriosa ist schon immer bekannt und hat sich auch, sagen wir mal, sinnlich sehr eingeprägt. Weil ich hatte damals, es gab Aufnahmen zu machen, die Leute ja nur wenige Male im Jahr, also gibt es nur wenige Gelegenheiten. Und da sollten Aufnahmen entstehen, also Kamera guckt von unten in die Glocke, während sie läutet. Die ist ja relativ dicht über dem Boden. Also es ist etwas davor, dass man da letzten Endes auf dem Boden liegt. Taub. Und das hat hat der Kameramann gemacht und der wollte aber gern, alle anderen waren ja dann weg, mit einer Handkamera. Das war ja noch eine Kino, 35mm Kinokamera. Heute würde man da eine kleine Videokamera drunter legen und wäre gar nicht dabei. Damals musste man noch dabei sein. Und der wollte gern, dass ich ihm zur Hand gehe oder dabei bin, einfach für Fälle. Das heißt, wir lagen dann auf dem Boden, hatten dann Oropax in Ohren, noch einen Ohrhörer drauf. Und dann ist das ja besonders spannend, bevor sie läutet, wenn diese Motoren langsam anfangen, die schwingt ja erst ewig, bis sie dann sozusagen die Höhe erreicht. Also die sind immer mehr. Und dann kommen die Schläge und es ging nach meiner Erfahrung gar nicht so sehr aufs Ohr, sondern so auf den ganzen Körper, so ein Schalldruck. Und das war schon ein sehr spannendes, sinnliches Erlebnis. Und die Glocke ist, selbst wenn sie auch sich nicht bewegt, ich war ja immer mal jetzt wieder oben, ein toller Körper. Die hat was Eigenes, die hat eine Ausstrahlung. Und das hat mich fasziniert. Und ich glaube, das steckt schon sehr lange drin. Und ich freue mich, dass es jetzt natürlich in dem Buch noch mal einen kleinen Niederschlag gefunden hat. So, dann wollen wir noch mal, das ist jetzt der Katalog zur Ausstellung in Bad Frankenhausen von Kunstwissenschaftlern, mit tollen Texten versehen. Es sind alle Werke abgebildet, die in Bad Frankenhausen hängen und noch ein paar mehr. Und es beschäftigt sich vor allen Dingen mit dem malerischen, grafischen und zeichnerischen Werk Ihres Vaters. Wir könnten jetzt noch reden über das plastische Werk. Wir könnten noch reden über die Installationen, über die versunkene Welt im Bahnhof Lederhose, die es nicht mehr gibt, von der es auch nur Fotos gibt und Erinnerungen, weil das der Bahnhof ist nachher als Atelier nicht mehr für Ihren Vater möglich gewesen, weil der verkauft wurde durch die Bahn. Und dann ist das praktisch so, wie es vorher schon im Versinken war, völlig verschwunden. Ne? Genau, das und mittlerweile schon, saniert. Ja, also, saniert, da wohnen andere Leute drin. Genau. Ihr Vater hatte ja sowieso immer etwas, hat immer Ateliers, wo man immer denkt, ich kenne ja einige davon. Also
Das, so kann man arbeiten offensichtlich und kann auch ganz tolle Sachen schaffen, aber es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Also es war ein Bauwagen dabei, ein Zimmer in einem Steinbruch, irgendwie eine kleine Ecke in was leergeräumten Lager und so. Das ist schon. Also die Station hat, glaube ich, also wir sagen immer die Station, was auch eine Lebensstation ist, das hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt, weil es war eben eine verlassene Bahnstation. In Lederhose, das war auch gleichzeitig der Rückzugsort oder nach der Wende, hat sich eher zufällig ergeben. Aber wenn man sozusagen als Künstler in der DDR gewirkt hat, bei allen Problemen, die man da hatte und wo man sich durchsetzen musste, nichtsdestotrotz war die Wende trotzdem natürlich ein Einschnitt. Ja. Wie geht das jetzt weiter? Und das war, glaube ich, für meinen Vater auch nicht nur ein praktischer Arbeitsort, sondern auch ein Ort der Ruhe, wo er sozusagen sich auch dann künstlerisch mit den Veränderungen auseinandersetzen konnte. Und er hat eben im Keller diese Installation, also eine Moos-Installation, wo er aus Fragmenten, die er von Reisenden gefunden und zusammengetragen hat, so die verrückte Kellerwelt, die Versunkene, noch weitergebaut in so eine Art Ewigkeitsbegängnis. Und das war natürlich auch für den Moment angelegt. Also das Prinzip bestand darin, dass man eben das nicht konservieren kann, sondern dass es in dem Moment lebt, wo es das gibt und später eben nicht mehr. Wo sogar die Spinnen mitgearbeitet haben an der Kunst. Genau. Ne? Die waren dann Bestandteil drin. Ich finde es ja nach wie vor bedauerlich, aber ich kann auch verstehen, also dass es das nicht mehr gibt und dass es nicht aufgenommen und irgendwohin transportiert. Aber ich hätte auch die Konservatoren nicht beneidet, die das hätten dann in dem Zustand erhalten müssen. So, jetzt sind wir so gut wie am Ende unserer Sendung und jetzt haben wir ganz wenig geredet über die vielen Dinge, die Sie gemacht haben, die tollen Dokumentarfilme. Und ich will aber nochmal Sie vorstellen als den einzigen Menschen, der Egon Olsen in den Knast gebracht hat. Wie ist das passiert? Da waren Sie, das ist jetzt 25 Jahre her, ne? Und erzählen Sie mal. Aber es stimmt, Sie sind der Einzige, der dafür gesorgt hat, dass Egon Olsen im Knast saß. Das habe ich jetzt noch nicht so in der Form drüber nachgedacht, ist aber wirklich so. Na, das hat also begann sozusagen etwas früher. Ich habe nach dem Studium, ich habe 90 bis 94 studiert, habe dann ein Jahr in Mexiko gelebt. Also wir sind auf alle Fälle erstmal Fans der Olsen-Bande. Auf jeden Fall, ja. Also sozusagen nicht der absolut verbohrteste, das gibt es ganz, ganz viel schlimmer noch. Ach so. Aber ich sage mal, Olsen-Bande, damit bin ich aufgewachsen, mit der Generation. Und ich finde es auch immer toll, dass es sozusagen, das gibt es selten, vielleicht noch mit Winnetou, also wo man sagt, eine Filmreihe prägt wirklich eine ganze Generation. Ja. Und Humor ist ja auch etwas, was uns auch nahe geht oder nahe liegt. Ja, und dann war es aber nach der Wende so, dass ich, als ich in Mexiko gewohnt habe, kam ein Kollege von mir, der auch in Babelsberg studiert hat, ein Kameramann, der aber in Los Angeles mittlerweile eine Firma hat, damals auch schon, kam zu besuchen. Wir saßen in einer Kneipe in Mexico City, in einer berühmten alten Kneipe, bei einem Bier und unterhielten uns so, naja, wenn wir dann mal wieder in Deutschland sind, dann machen wir mal einen Olsen-Bandenabend zu Hause. Dann zeigen wir also die Filme, besorgen wir uns auf VHS. Und dann ging das immer weiter. Ja, dann könnte man auch Tuborg-Bier noch dazu kaufen. Na, dann müssen wir uns aber auch Fähnchen basteln. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann laden wir Leute dazu ein. Ach, na ja, dann ist vielleicht die Wohnung zu klein, machen wir es an der Ostsee mit ein paar Zelten am Strand. Ach, na, dann könnte man aber gleich von der Botschaft auch jemanden einladen. Und das ging dann immer weiter. Wurde immer größer. Und endete damit, dass wir dachten, na, wollen wir nicht einen Film machen in Dänemark mit der Olsenbande oder über die Olsenbande. Komischerweise, das ist schon relativ spät gewesen nach der Wende, ich glaube 95, 96 dann, war aber auf die Idee noch keiner gekommen. Und dann sind wir zweimal noch mit einem anderen Kollegen, Karl Faber, auch einem Kameramann, nach Dänemark gefahren und haben angefangen zu recherchieren. Also quasi mit nichts, damals war das auch mit Handy und Internet noch nicht, also wirklich von Ort zu Ort und zu den Schauspielern und so. Und haben die da alle wieder aufgetrieben und haben sie begeistert für unser Projekt. Die machten natürlich dann auch mit. Ja. Und dann kamen die Dreharbeiten, also relativ gut vorbereitet, zusammen mit Nordisk Film. Das ist dann das dortige Filmstudio, wo das entstanden ist. Die haben uns da auch sehr unterstützt. Und das Prinzip dieser Dokumentation war, dass wir immer sozusagen einen aus der Olsen-Bande mit dem Originalmilieu, in dem er normalerweise in den Filmen zu Hause ist, zusammenbringen. Das heißt, der Kommissar aus dem Film trifft dann auch einen richtigen Kommissar dieses Dienstranges in diesem Polizeipräsidium, was auch alle kennen. Und bei Egon Olsen wollten wir den natürlich auch mal in den Knast bringen oder zum Knast. Und was ich nicht wusste, aber damals erfahren habe, ist, dass die haben einen sehr, sehr liberalen Strafvollzug in Dänemark, aber das ist nur ausgerechnet so ein relativ Schwerverbrecherknast gewesen. Und da hatte Egon Olsen immer vom Torhaus, also da kam immer zum Torhaus und da haben die immer gedreht, aber war nie wirklich drin. Und wir hatten dann sozusagen mit dem Direktor gesprochen und mit dem Häftlingssprecher und geschafft, dass der Egon in seinem Originalkostüm
von Gefangenen durch den Knast geführt wurden. Die haben ihre Zellen gezeigt. Er fühlte sich wohl. Die Knastis waren alle glücklich, weil die auch alle die Olsenbande kannten und mochten. Und dadurch haben wir ihn sozusagen da hingebracht. Er ist in den Knast gekommen, ja. Ne? Das stimmt. So, da läuft gerade in Potsdam, die ist auch jetzt eröffnet worden vor kurzem, am 3. Juli, glaube ich, die Ausstellung zur Olsenbande. Der Film ist da auch nochmal genau, zu sehen. Genau, der läuft da, genau. Und soviel ich weiß, wird im Museum für angewandte Kunst in Gera nächstes Jahr eine Olsenbandenausstellung sein. Da hoffe ich, dass der Film dann auch mal zu sehen ist, weil ich kenne den nicht und würde den gerne sehen. Herr Sakulowski, ich bedanke mich ganz herzlich. Die Zeit ist rum und wir haben wirklich alles nur antippen können. Wir könnten jetzt bestimmt noch viel, viel länger reden. Und ich bedanke mich, dass Sie hier waren und viel Erfolg. Viel Erfolg für den Krimi, der erscheint im August. Ja? Nee, Ende September. Ende September, okay. Ja. Und wie Sie dann rankommen an die Bücher und so, erfahren Sie alles auf meiner Website. Wunderbar. Weil dann kann ich das da einstellen. Schönen Dank fürs Zuschauen und nochmal Ihnen schönen Dank. Ich danke auch. Auf Wiedersehen.